Ziemlich verdutzt wird so mancher in der Altstadt von Hoyerswerda am Mittwochmorgen in sein Waschbecken geschaut haben. Braun gefärbtes Wasser ohne Ende. Schuld daran war der Bruch einer Trinkwasserhauptleitung in der alten Berliner Straße Höhe Pflegeheim. Zur Behebung der Havarie musste die Straße komplett gesperrt werden. Bis zum Abend soll die Reparatur soweit beendet sein, erklärt Bernd Holst von den Versorgungsbetrieben. Allerdings wird die Sperrung der Straße voraussichtlich noch bis zum Freitag andauern.